Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute sind es 3 neue Karten, 10 Updates und 17 neue Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Simon, Brownie, Kulin, Markus, JusV8, Dominik, Lanico und Jenny für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. In diesem Moment fehlen noch 31 neue Abonnenten, damit wir den Antrag stellen können, um Giants Partner werden zu können. Also stetig weitermachen und natürlich ganz, ganz herzlichen Dank an jeden einzelnen von euch. Wir starten wie immer natürlich mit den Updates und zwar kommt das erste Update von Giants Software und zwar für das Alpego Jet M-Pack. Downloadgröße 9,74 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, verbessertes Arbeitsverhalten. Das nächste Update kommt für die John Deere 6R Series von Blauea. Downloadgröße 47 MB in der Version jetzt von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Mod vorbereitet für Precision Farming DLC. Problem mit Frontlader Schlauchverbindung behoben, Radoptionen überarbeitet. Der JCB Agri Load All von Rossen Mods kriegt das nächste Update. Downloadgröße 11,85 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Boom Collision behoben. Das nächste Update kommt für den Lizard RT16 und für den Camara RT16 von Kaleruga Modding. Downloadgröße 16,74 MB jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Und der Changelog für beide sagt, Entladen vom Feldhäcksler gefixt. Das nächste Update kommt für das kleine Güllefass von Adub Modding ABP Team. Downloadgröße 2,13 MB jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, weitere Reifenkonfigurationen hinzugefügt, Moddesk auf 66 aktualisiert, Sounds aktualisiert und korrigiert, Kartenhotspot hinzugefügt. Der Safety Bumper 140 Kilo von Agrar Modding kriegt das nächste Update. Downloadgröße 2,46 MB in der Version jetzt von 1.0.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Gewicht angepasst von 2400 Kilo auf 140 Kilo. Wir kommen zum Komposter von Zottelzockt. Der kriegt das nächste Update. Downloadgröße 6,69 MB jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Problem mit Hackschnitzelverarbeitung behoben. Wir kommen zum Jägerzaun von Ragman 2414, Downloadgröße 0,58 MB in der Version jetzt von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Schatten hinzugefügt. Und wir kommen zum letzten Update und zwar kommt dieses für die Feuerwehrsirene von MTL Modding Team, Downloadgröße 2,46 MB in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Reichweite leicht verringert, Lautstärke angepasst, Texturen erneuert. Und damit kommen wir zu der ersten neuen Karte und zwar ist dies die Groß Mordorf. Kommt von ACVR, Downloadgröße 172,61 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Der Text sagt, Willkommen in Groß Mordorf. Es sind alle Standardfunktionen des LS22 verbaut. Es gibt 12 Felder, 4 Wiesen und 4 kaufbare Waldstücke. Pferdeweide, Viehhandel, Getreidesilo, eine BGA mit Bunkersilo und 2 Fahrsilos, Kuhstall mit Fütterungsroboter, Sägewerk, Restaurant, Schreinerei, Ölmühle, Getreidemühle, Zuckerfabrik, Bauernmarkt, Spinnerei, Molkerei, Biomasse, Heizkraftwerk, Bäckerei und Heulager. Wenn wir die Karte als neuer Farmer starten, dann kommen wir hier bei diesem Farmhaus raus. Und zwar ist das das Haute-Bellerau Farmhaus. Hier steht auch schon unser Pickup in der Garage. Dann müssen wir ein bisschen rausgehen von unserem Hofgelände, müssen ein Stück gehen. Und zwar ein ganz schönes Stück, ehe wir dann zu unserem Hofgelände kommen. Und wenn wir hier diese Einfahrt nehmen, dann kommen wir dem Hof langsam näher. Und das ist dann hier auch schon unser Hofgelände. Hier haben wir schon mal einen Traktor stehen mit einem Frontlader und natürlich einen Ladewagen. Hier haben wir weiteres Equipment stehen. Hier haben wir schon mal noch eine Halle. Da steht auch noch etwas an Equipment da. Dann, was auffällt, dass hier auf der rechten Seite ein Heulager ist. Ich weiß nicht, ob hier Gras als Balle angenommen wird. Nein, also Ballen werden nicht angenommen. Hier ist definitiv nur mit dem Ladewagen abzuladen. Des Weiteren sehen wir schon von weitem hier, dass hier ein Kuhstall steht.
Und zwar ist das ein großer Kuhstall mit dem Fütterungsroboter, der dann auch schon hier ist. Hier gibt es eine weitere Halle. Hier steht auch noch etwas Equipment rum. Wir schauen uns das Equipment dann im Detail an. Hier haben wir einen weiteren Traktor und auch noch ein bisschen mehr von dem Equipment. Hier haben wir einen Tankwagen und hier in diesem Kuhstall passen 80 Kühe rein. Ja, das ist schon mal der Überblick über den Hof und wir haben hier auch einige Kaufpunkte. Und zwar ist das hier der Kaufpunkt, glaube ich, für Dünger. Hier gibt es noch weiteres Equipment. Hier haben wir die RTK-Station, das heißt, das ist schon mal in Ordnung. Und hier haben wir die Durchfahrsilos. Hier haben wir den Händler. Dann haben wir hier die eine Kaufstelle für Saatgut. Genau, das ist das hier. Hier nochmal die Halle von der anderen Seite. Also da steht einiges schon rum. Der Hof ist ziemlich großflächig gebaut. Gibt schon vieles, was da ist. Wir haben hier auch schon den Kercher. Wir haben noch weitere Frontladeanbauteile. Und deswegen schauen wir uns jetzt im Detail kurz an, was eigentlich im Fuhrpark ist bei diesem Hof. Als neuer Farmer haben wir den Steyr Traktor, den 8150. Wir haben den Axion 870. Wir haben den John Deere T560. Wir haben einen Pickup. Wir haben zwei Class Anhänger. Wir haben ein Schneidewerk. Wir haben natürlich auch den entsprechenden Schneidewerkswagen. Des Weiteren haben wir einen Pflug, eine Scheibenecke, eine Kreiselecke, einen Tiefenlockerer, eine Seetechnik. Eine Einzelkorn-Seemaschine haben wir auch. Dann haben wir eine Düngespritze. Wir haben Düngestreuer. Wir haben etwas an Mähtechnik da. Wir haben einen Wender, einen Ladewagen, den haben wir gesehen. Da haben wir den Tankwagen. Wir haben einen Frontlader. Frontladerwerkzeuge haben wir auch schon etwas gesehen. Und wir haben noch ein paar Gewichte. Also sehr gut ausgestattet hier zum Starten. Also wirklich sehr, sehr gut. Wir schauen uns mal kurz die PDA-Karte an. Es handelt sich dabei natürlich um eine Standardgrößenkarte. Und zwar haben wir als neuer Farmer dieses Landstück hier. Da gehören zwei kleine Felder mit dazu von circa einem Hektar Größe. Und hier haben wir unser Silo. Das schauen wir uns nachher auch noch im Detail an. Es fällt auf, dass die Feldgrößen ziemlich groß sind. Also wenn ich jetzt hier mal das Feld 3 nehme, da haben wir schon fast 50 Hektar, was die Feldfläche angeht. Und ja, auch 50 Hektar eigentlich, was die Parzellengröße ist. Dann haben wir auch Feld 1, das ist auch so um die 40 Hektar. Also es sind sehr große Felder, die da verbaut worden sind. Es gibt natürlich auch zwei, drei kleinere Felder, aber der Rest der Felder ist wirklich im größeren Stile. Wir können sehen hier, das ist der Wachstums- oder Aussaatkalender. Der ist der Standardkalender. Es gibt keine Zusatzfrüchte. Es gibt natürlich auch Verträge. Die können wir natürlich hier auch sehen. Dann schauen wir uns gleich mal den Verkaufskatalog an. Und wir können sehen, dass hier eigentlich fast alles verkauft werden kann. Und zwar, was fällt auf, was nicht verkauft werden kann, sind Stoffe und Kleidung. Des Weiteren kann das Müsli nicht verkauft werden und, wenn ich mich nicht irre, die Schokolade auch nicht. Auch für Möbel gibt es keinen Verkaufspunkt. Standardmäßig, den muss man nachbilden oder nacheinbauen. Und ja, das ist auf jeden Fall dieses kleine Manko, was ich gerade sehe, ist, dass hier eben nicht alles verkauft werden kann, was produziert werden kann. Wir schauen uns mal die eingebauten Produktionsstätten an, wie wir schon zwar gehört haben. Also die Ölmühle, da ist das Sägewerk, da haben wir die Biogasanlage, die Schreinerei, da haben wir die Spinnerei. Also wir können Stoff herstellen, aber den Stoff können wir nicht verkaufen. Dann gibt es die Bäckerei, die Zuckerfabrik und die Getreidemühle. Und des Weiteren haben wir hier noch die Molkerei. Ladestationen haben wir schon ein paar gesehen, also hier können wir sagen das Sägewerk, dann haben wir am Hof ein Flüssigdüngerlager, ein Pflanzenschutzmittellager, dann haben wir eine Kalkstation, Treibstofftank und Dünger und Saatgut, das haben wir auch schon gesehen. Verkaufsstellen oder Abladestellen ist zum einen das Heulager, das ist klar, Biomasse, Heizkraftwerk, wir haben den Viehhandel, wir haben den Gesteinbrecher, wir haben unser
Hofsilo, das ist das, was zum Hof gehört, ist also fernab von dem Hofgelände an sich. Des Weiteren haben wir den Bauernmarkt hier als Verkaufsstelle plus das Restaurant. Weil wir heute drei neue Karten haben, werde ich versuchen, es wirklich kurz zu fassen. Wir können schon mal sehen, die Feldflächen sind ziemlich groß, das haben wir schon gesehen. Und wir sehen auch, dass die Feldflächen sehr helferfreundlich eigentlich sind im Großen und Ganzen. Die Karte ist eher flach gebaut, auch wenn nicht komplett flach. Aber ich würde jetzt hier kaum eine Erhöhung drin sehen können, also eher eine flache Karte. Ich finde sie sehr schön ausdekoriert, sehr funktional gemacht, hat keine unnötigen Schnickschnacks dabei. Ist einfach eine ganz solide Karte, die eigentlich fast perfekt ist. Es fehlen noch die Verkaufspunkte für die Produkte, die selber hier produziert werden können. Und ja, das ist auf jeden Fall diese Karte hier. Da ich glaube, es gibt nicht mehr zu sagen, dann gehen wir gleich weiter zu der nächsten neuen Karte. Und die nächste Karte, die heißt PGR Slivno, kommt von WoWEC 12, Downloadgröße 190,08 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und hier haben wir gerade einen ziemlich tief fliegenden kleinen Flieger gehabt, der hier über uns weggeflogen ist und ein bisschen Lärm gemacht hat. Aber auf jeden Fall starten wir hier die Karte hier, wenn wir als neuer Farmer starten. Wir haben hinter uns auch gleich den Pickup stehen. Und das, ich glaube, das könnte das, sagen wir mal, Gemeindegebäude sein, obschon das hier jetzt als unser Farmhaus angegeben wird. So, der Text sagt im Übrigen, PGR Slivno ist ein großer landwirtschaftlicher Betrieb, der sich mit Pflanzenanbau und Viehzucht beschäftigt. Die Karte enthält 23 Felder, darunter 5 Wiesen, 11 Verkaufsstellen, 6 Produktionsgebäude, Sägewerk, BGA, 3 Wälder, bereits gekaufte Grundstücke, 3 Dörfer, umfangreiches Eisenbahnnetz. Im neuen Spielermodus erhältst du eine fertige Farm mit Maschinen. So, und da wir als neue Farmer starten, dann kommen wir hier raus. Wir sehen, dass wir auch schon die etwas an Gerätschaften dastehen haben. Wir sehen hier unten in der Minikarte, dass es also ein sehr großer Betrieb ist, der hier schon steht. Also wir haben hier schon mal eine Tankstelle. Dann haben wir hier einen Teleskoplader mit seinen Gerätschaften hier. Ich möchte eigentlich jetzt erstmal hier anfangen. Wir sehen hier ein paar unserer Gerätschaften. Hier haben wir eine Halle, die ist leer, aber es ist eine riesengroße Halle. Übrigens, Licht gibt es hier. Dann gibt es eine weitere Halle hier, die ist ebenfalls leer. Des Weiteren haben wir hier eine Halle, die ist auch leer. Also wir sehen, wir haben an Unterständen mangelt es überhaupt nicht. Wir haben hier eine Werkstatt, da ist nichts drin, außer natürlich der Werkstatt-Trigger. Des Weiteren haben wir hier noch weitere Unterstände, und zwar oder Hallen hier. Einmal, das ist die anderen beiden Hallen von der anderen Seite. Hier haben wir auch noch mal mehr Scheunenplatz. Des Weiteren geht es hier dann aus dem Gelände raus. Deswegen bleiben wir hier und sehen hier in einem Unterstand, dass hier schon mal 4 Traktoren da stehen. Wir haben einen Frontlader und ein Gewicht. Des Weiteren haben wir hier in dieser Halle noch mehr Lagerfläche. Also an Lagerfläche soll es nicht scheitern und mangeln. Dasselbe gilt natürlich für hier auch. Das ist nochmal mehr Lagerplatz. Und hier haben wir unseren Drescher, das Schneidewerk und eine Ballenpresse. Auch hier haben wir nochmal eine Halle, die natürlich leer steht. Dann kommen wir zu diesem Gebäude hier. Das scheint ein Tiergehege zu sein. Wir schauen mal kurz. Das ist ein Schafsgehege mit 100 Plätzen für Schafe. Das ist dieser Stall hier. Hier haben wir noch viel große und leere Fläche, die gebaut werden kann. Des Weiteren haben wir hier einen Misthaufen. Wir haben hier einen weiteren Stall, und zwar hier wird beherbergt ...100 Kühe.
Hier muss man übrigens Wasser hinfahren, nur damit man schon mal Bescheid weiß. Des Weiteren haben wir hier noch einen weiteren Stall. Und hier haben wir wieder den Überflieger. Das ist dieser Stall hier. Das ist auch ein großes Gehege. Hier muss auch Wasser nachgefüllt werden. Und hier passen 490 Kühe rein. Des Weiteren haben wir hier ein riesenlanges Gebäude. Das ist dieses hier. Da passen Schweinerei. Und zwar sind das 270 Stück an der Zahl. Und das ist ein Gebäude, das nimmt kein Ende. Riesengroßes Gebäude ist das hier. Also da hat man einiges zu tun. Wunderbar. Wir schauen uns kurz mal das Start-Equipment an, was wir haben, wenn wir hier als neue Farmer starten. Und wir haben schon gesehen, es gendeiniges an Traktoren da. Das ist der Fendt 515er. Dann haben wir den Fendt 724er Vario, den Valtra 8750 und den 7810er Johnny. Dann haben wir den Mähdrescher, den Topline von Deutz Fahr. Wir haben Teleskoplader, wir haben das Auto-Pickup, das haben wir gesehen. Anhänger haben wir drei, zwei Welger und einen Rudolf. Schneiderwerk haben wir eines und auch den passenden Schneiderwerkswagen. Dann gibt es einen kleineren Pflug, des Weiteren eine Scheibenecke, eine Kreiselecke, einmal eine Sämaschine, eine Ballenpresse, ein Frontlader und ein paar Frontladewerkzeuge. Dann haben wir für den Teleskoplader noch Werkzeug und wir haben noch ein Gewicht und auch noch zwei Förderbänder. Wenn wir kurz die Karte als solches angucken, können wir hier sehen, dass unser Hof, das ist das Gebiet hier, wo wir jetzt gerade drauf waren, das ist das Hofgelände. Das Umland gehört mit dazu. Dann haben wir das Feld Nummer 13, was zum Hof gehört, plus hier eine große Feldfläche, die steht leer. Dann hier haben wir das Feld 19, was zu uns gehört. Das ist von der Größe her ca. 4 Hektar. Das Feld 13, das ist 15,2 Hektar. Und die normalen Feldgrößen, die variieren natürlich wie überall. Aber hier haben wir jetzt zum Beispiel ein Feld mit 30 Hektar. Dann haben wir hier ein großes Feld mit 42 Hektar. Das sind so die Feldgrößen, mit denen wir es zu tun haben. Der Aussaatkalender ist auch hier Standard und es gibt keine Zusatzfrüchte. Aufträge gibt es auch hier. Und der Verkaufskatalog sagt auch, dass wir hier eigentlich alle Produkte verkaufen können. Und hier ist es tatsächlich so, dass alles verkauft werden kann, was angebaut und geerntet, respektive auch produziert werden kann. Wir schauen nach den Produktionen, die eingebaut sind. Und zwar haben wir die Zuckerfabrik ganz nordwestlich. Dann haben wir die Molkerei, die Bäckerei. Dann haben wir hier die Spinnerei, die Biogasanlage, die Schreinerei, wir haben das Sägewerk und wir haben die Getreidemühle. Kaufpunkte haben wir einmal die Kalkstation, dann haben wir hier noch eine Kalkstation, hier haben wir eine Tankstelle, hier haben wir eine Elektroladestation und eine Biomethan-Tankstelle. Verkaufspunkte oder Abladestellen haben wir einmal Quilitz, das ist mit dem Zug zu erreichen, dann haben wir Kutno, das ist dasselbe mit dem Zug zu erreichen, dann haben wir hier Zugstation Nord und nochmal und dann haben wir den Gesteinbrecher, wir haben die Kooperative, dann haben wir hier den Viehhandel, haben auch hier dann das Biomasseheizkraftwerk, dann das Gartenzentrum liegt hier, dann haben wir noch zwei weitere und zwar der Getreidespeicher und natürlich hier noch die Bahn zu Quilitz. Tiere sind verbaut, soweit wir sehen können. Also einmal einen Schafstall, dann einen großen Schweinestall. Wir haben hier einen Mega-Kuhstall mit 490 Plätzen und hier der normale Kuhstall mit 100 Plätzen. Wir machen auch hier kurz einen Überflug und wir können sehen, hier haben wir eine Bahnlinie, denn die fährt hier raus. Dann gibt es aber auch die Linie, die macht hier eine Schleife. Die Karte ist flach und da gibt es gar oder fast gar keine Erhebungen drin. Also das Höhenprofil ist wirklich sehr, sehr, sehr flach. Hier ist ein bisschen was drin an einer Wölbung, aber das ist ja wirklich kaum zu erkennen. Die Karte ist für mich glaubwürdig. Also diese kleinen
Stellen, wo Produkte stehen, also Produktionen stehen, das passt für mich schon in Ordnung. Das geht schon in Ordnung in diesem Sinne. Hier mal von oben gesehen unser riesengroßes Hofgelände. Dann haben wir hier eine Wasserholstelle, was notwendig. Und ja, ich glaube, da haben wir das Wichtigste gesehen von dieser Karte. Und deswegen gehen wir auch gleich weiter mit der nächsten neuen Karte. Und die letzte der neuen Karte für heute heißt Westbridge Hills, kommt von Zero Euter, Downloadgröße 279,03 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Der Text sagt: Willkommen bei Westbridge Hills. Eine Karte, die ursprünglich aus dem Landwirtschaftssimulator 2013 stammt und jetzt für den LS22 überarbeitet wurde. Was ist enthalten? Fahrzeuggesellschaft, Tierhändler, BGA, Sägewerk, 21 Felder mittel und groß, 62 kaufbare Gebiete und Produktionsstätte oder Punkte. Wenn wir als neuer Farmer starten, dann kommen wir hier vor dem Händler raus, also bei Clever Motors. Da hat hier ein animiertes Logo. Wunderschön gemacht. Wunderschön. Toll. Hier ist also der Händler. Hier steht ein Pappmodell von gewissen Geräten rum. Ja, das ist also dieser Händler. Dann haben wir hier die Werkstatt gleich und hier haben wir den Geldautomaten. Wir schauen uns kurz die PDA an. Und zwar befinden wir uns hier in dem Kern und unser Hof, der befindet sich also in dieser Gegend. Das heißt also, das ist die Hoffläche hier und wir haben ein Feld, und zwar das Feld Nummer 16, was zum Start-Equipment gehört. Wir gehen kurz den Hof angucken, und zwar heißt dieser hier Iron Ranch. Das ist das Hofgelände, was zu unserem Startkapital gehört. Da haben wir ein Silo mit 900.000 Liter Füllmenge. Dann haben wir hier, sehen wir schon mal, eine Halle, eine große Halle mit etwas Werkzeug und Anbaugeräten drin, und zwar gar nicht so wenig. Wir haben Drescher, wir haben hier natürlich unseren Traktoren. Des Weiteren haben wir noch einiges an anderem Equipment hier rumstehen. Wir haben hier einen Unterstand, dann geht es hier rum, da haben wir hier ein Karma Silo, dann haben wir hier eine Kaufstation für Dünger oder ja, Mineraldünger und hier einen Flüssigkeitentank. Des Weiteren haben wir hier eine nächste Halle und hier geht es dann weiter zu einer Dreiergarage und da steht ein Traktor drin und drei Gewichte wie ein Frontlader und eine Gabel für die Paletten. Und hier haben wir einen Zuckerrübenhäcksler, der auch zum Startequipment gehört. Des Weiteren haben wir hier ein paar Hühner. Und zwar ist dieser, wie ihr sehen könnt, dieser schon belebt. Und hier passen 360 Hühner rein. Des Weiteren haben wir hier drüben, glaube ich, einen Schafstall. Ja, das ist korrekt. Und auch hier stehen schon ein paar Tiere mit drin. Das sind also 46 Schafe, die da schon drin sind, von 65 maximaler Belegschaft. Des Weiteren haben wir hier natürlich etwas noch mehr rumstehen. Einmal einen Massey Ferguson Traktor und hier haben wir einen Tiertransportwagen. So, hier haben wir noch einen Mack Truck, der auch in diesem Lager drin steht. Ja, dann würde ich mal sagen, das ist auf jeden Fall das gewesen schon mal hier von diesem Hof. Wie wir schon auf der PDA gesehen haben, sind die Feldgrößen hier um die 15 Hektar, so im oberen Schnitt. Hier gibt es ein Feld oder ein Feld, das ein bisschen größer ist. Wir haben hier 20 Hektar. Wir haben hier mittlere bis zu großen Feldern. Hier kann man also mal auch etwas größere Equipments rausholen. Auch hier ist der Aussaatkalender der Standardkalender. Auch hier gibt es keine Zusatzfrüchte. Aufträge gibt es hier natürlich auch, und wir schauen auch direkt noch auf den Verkaufskatalog, und zwar haben wir den hier, und hier können also tatsächlich alle Früchte und alle Produktionspaletten verkauft werden. Das Startequipment besteht aus einem Maxum CVX 145, dem Massey Ferguson 4710, dann haben wir einen Großtraktor, den Magnum 400 Power Drive Serie. Den haben wir kurz gesehen. Wir haben einen LKW, der auch schon mit zu Equipment gehört. Dann haben wir einen
Axelflow 9250, ein Mähdrescher, wir haben ein Abbey kleines Mähwerk, wir haben einen Gabelstapler, wir haben ein Pickup, wir haben zwei Anhänger, einen Rudolf und einen Wilson Trailer. Wir haben einmal ein Schneidewerk, das so daherkommt mit eingebautem Wagentransportunterstützung. Dann haben wir einen Steinsammler, einen Grubber, eine Seetechnik, einmal eine Spritze und zwar mit Zusatztank, einen Düngestreuer und zwar den Bredal 105. Dann haben wir ein komplettes Mähwerksatz von Pöttinger. Wir haben einen großen Schwader, wir haben einen Ladewagen, Tiertransportwagen und dann haben wir hier einen Frontlader mit etwas Werkzeug dazu. Also wir haben die Zuckerrübenzerkleinerungsschaufel gesehen. Dann haben wir eine Palettengabel, wir haben ein Gewicht und haben noch einen kleinen Anhänger und noch einen Dieseltransportanhänger. Wir schauen uns mal an, welche Produktionen verbaut worden sind. Und zwar haben wir hier die Bäckerei, die Getreidemühle, wir haben die Zuckerfabrik, die Müslifabrik, wir haben hier im Zentrum auch die Traubenverarbeitungsanlage, die Ölmühle, dann haben wir die Spinnerei und die Schreinerei. Des Weiteren haben wir hier unten noch die Biogasanlage und die Molkerei. Ladestationen oder Kaufstationen haben wir hier eine Tankstelle, dann haben wir hier einen Wassertank und die haben dann die drei Silos, die wir schon bereits gesehen haben. Des Weiteren haben wir hier unten einen Misthaufen. Und hier haben wir ganz unten rechts haben wir die Kalkstation. Verkaufspunkte gibt es einige. Und zwar haben wir einmal das Red Marble Bowling Restaurant. Dann haben wir Ravenport. Wir haben Supermarkt, das Restaurant, die Pizzeria. Wir haben das Einkaufszentrum. Wir haben hier den Johnson Farmers Market. Wir haben den Viehhandel hier oben. Dann deswegen haben wir den Getreideexporteur. Wir haben unser Hofsilo und wir haben Feed and Grain South. Hier unten haben wir noch das Biomasseheizkraftwerk und den Gesteinbrecher. Wir machen den kurzen Rundflug und wir können sehen, das ist die einzige Karte von heute, die tatsächlich nicht flach ist. Hier gibt es also ein Höhenprofil und ja, ist auch sehr schön gemacht, dekoriert. Man kann so ein bisschen erkennen, dass es einmal eine Giants-Karte war. Gibt auch hier einen Zug, der fährt aber nur ganz kurz hier ran und geht dann auch gleich wieder aus der Karte durch. Das ist im Prinzip dann hier auch noch. Hier ist der Tunnel zu Ende und es geht dann gleich wieder weiter in diese Richtung. Hier gibt es noch einen Wasserholpunkt, wenn man sowas dann braucht. Hier haben wir das Baseballfeld und wir haben auch noch verschiedene andere kleine Gimmicks, die eingebaut sind. Zum Beispiel hier haben wir ein Drive-In-Kino. Ob da noch was abgespielt wird, das sei mal dahingestellt. Also Jet Set Farming, The Rise of the Harvester Nummer 4, Running Out of Taters. So, das ist also das Programm, was hier stattfinden wird, demnächst hier in diesem Theater. Und dann geht es weiter mit den Mods von heute. Und damit kommen wir zu den neuen Mods. Und zwar heißt die erste neue Mod Big Bags Rinderpack. Kommt von FSG Modding, Downloadgröße 0,96 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit zwei verschiedenen Big Bags. Zum einen mal Mineralfutter und zwar mit dem Volumen von 500 Liter und kostet 1020 Euro. Des Weiteren haben wir hier die Mischration, die gekauft werden kann und zwar mit dem Volumen von 600 Litern. Und kostet 1120 Euro, also eine teure Angelegenheit. Die nächste neue Mod heißt Merlot P417 Turbo Farmer, kommt vom ARM Team, Downloadgröße 11,21 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Aber bitte Consoleros, nicht verzweifeln, denn gleichzeitig kommt auch der Lizard P417 Turbo Farmer, natürlich auch vom ARM Team, Downloadgröße 11,05 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar gehen wir zusammen die Lizard Variante durch und zwar ist das hier ein Teleskoplader mit der Leistung von 140 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 140 Litern, 10 Litern DEF, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 7,8 Tonnen und kostet 90.000 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden von Standard zu Zugmaul hinten. Und zwar ist es wahrscheinlich hier ein Übersetzungsfehler, weil ich würde mal sagen, das ist Zugmaul und das ist die Standardkupplung. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Mittas, BKT, Friedestein, Nokian und Trelleborg.
Dann gibt es bei den Scheiben einmal normal, dann gibt es Scheiben normal und kein Sicherheitsrahmen. Das sollte heißen ein Sicherheitsrahmen. Dann Scheiben getönt und dasselbe mit dem Sicherheitsrahmen. Dann das Design kann geändert werden und zwar kann hinten angehängt werden einmal 300 Kilo Heckgewicht, 600 Kilo Heckgewicht, 900 Kilo, 1200 Kilo und 1500 Kilo Heckgewicht. Des Weiteren kann hier an noch angebaut werden eine Heckhydraulik, das wäre dann ein 3-Punkt. Klappmechanismus für die Türmodus kann ich leider nicht erkennen, was diese verändert, aber ja, es ist auf jeden Fall da. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der erweiterten Standardpalette und betrifft natürlich den Body und die Felgenfarbe betrifft natürlich die Felge. Wir kommen zum Krone Big Pack 1280, kommt auch vom ARM-Team, Downloadgröße 6,21 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Quaderballenpresse mit dem Gewicht von 8,6 Tonnen, braucht 115 PS, hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 17 km/h und kostet 12.000 Euro. Hier können Quaderballen gepresst werden. Von der Größe von 1,80 m zu 2,40 m. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Fredestein und Trelleborg. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Krone Gelb, Krone Dunkelgelb und noch einmal Krone Hellgelb. Wir kommen zum Lizard-Gewicht. Das kommt von Agrar Modding, Downloadgröße 0,96 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Gewicht mit einem Gewicht von 500 Kilo und kostet 1200 Euro. Es können Fanghaken angebaut werden oder keine. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Wir kommen zum New Holland T7 HD Tier 4F vom STV Modding Team, Downloadgröße 16,62 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Traktor mit einer Leistung von 288 PS, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 630 Liter, 96 Litern für DEF, 60 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 10,5 Tonnen und kostet 210.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Fredestein, Nukien und Trelleborg. Dann das Design. Hier kann geändert werden Standard zu Blue Power, Blue Power Design, Fiat Power und zurück und betrifft vor allem die Inneneinrichtung. Dann die Motorenausführung. Die kann geändert werden von T7 290 mit 288 PS zum 315er mit 313 PS. Dann die 290er Blue Power mit 288 PS und die 315er mit 313 PS. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der typischen Farbpalette hier, also mit ein bisschen Blau, verschiedenen Blautönen, dann Rot und Braun oder Rottönen, dann Schwarz-Weiß, Hellgrau und natürlich Beige. Das klingt für mich eher, das sieht sich für mich eher so nach Car Perfection aus, aber so heißt es nun mal hier. Die Designfarbe kann gewählt werden zwischen Schwarz, Silber und Beige und betrifft die Lüfter hier. Und die Felgenfarbe ist natürlich klar, kann aus dieser Farbpalette ausgewählt werden. Wir kommen zum Krone TX 460D. Dieser kommt von LS Agrar Ole, Downloadgröße 6,89 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Anhänger für Häckselgut mit dem Volumen von 46 Kubikmeter, wiegt 10 Tonnen, maximales Zuladegewicht ist 21 Tonnen und kostet 87.000 Euro. Es kann natürlich hier eine Abdeckung hinzugebaut werden, ja oder nein. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Fredestein und Michelin. Und das war's dann auch hierzu. Die nächste neue Mod heißt Sopema Pack. Dieses kommt von Universum Modding, Downloadgröße 39,78 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit 7 verschiedenen Einheiten und wir starten erstmal mit dem Kubwehr 3 Meter. Hier handelt es sich um einen Mulcher und wenn ich mich nicht irre, ist das hier ein Frontmulcher. Wiegt 1,7 Tonnen, braucht 120 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 20 km/h und kostet knappe 6.400 Euro. Als nächstes kommt der Kubwehr 10 Meter faltbar. Das ist dieser hier. Das ist auch ein Mulcher. Kommt mit dem Gewicht von 2,1 Tonne. Braucht 200 PS, hat eine Arbeitsbreite von 10 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 20 km/h und kostet gute 23.000 Euro. Diese beiden können zusammen verwendet werden wie ein Mähwerk, also Frontmähwerk und ein Schmetterlingsmähwerk. Also das kann gemeinsam und zusammen gebraucht werden.
Dann kommt der Fertilizer Trailer, also der Saatgut Anhänger, nimmt aber alles auf, nicht nur Saatgut, mit einem Volumen von 8500 Litern, wiegt 3 Tonnen, maximales Zuladegewicht ist 7 Tonnen und kostet 32.660 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin und Trelleborg. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Rot und Gelb. Des Weiteren kommt der Feldrandcontainer für Gülle mit einem Volumen von 65.000 Liter, wiegt 3,2 Tonnen, braucht 70 PS und kostet knappe 42.000 Euro. Die Reifenvarianten gibt es breit oder Standard. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Rot, Gelb und Schwarz. Die nächste neue Mod heißt Romalco U453. Kommt vom Tomsky, Downloadgröße 5,29 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar ist dies ein Grubber mit einem Gewicht von 700 Kilo, braucht 75 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 15 km/h und kostet 10.000 Euro. Die Walze kann geändert werden zum Typ 1 oder 2, das ist dies und das war's schon hierzu. Und wir kommen schon zu der letzten neuen Mod, was Geräte angehen. Und zwar haben wir hier den Lizard-Anhänger. Der kommt von Dutch Modding, Downloadgröße 17,24 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar gibt es hier drei verschiedene Varianten. Zum einen den Ballen-Anhänger, dann den Anhänger für kaufbare Produkte. Und zwar könnt ihr diese hier unten sehen. Und dann gibt es noch den Anhänger für die Paletten von den Produktionen. Da sind dann diese hier. Wir nehmen mal diesen hier. Der kommt mit einem Ladevolumen von 17 Kubikmeter, wiegt 7,5 Tonnen und kostet 74.500 Euro. Stoßstange kann hier gemacht werden in Rot, also in der lackierten Farbe, oder zurück zu Standard. Die Hauptfarbe kann ausgewählt werden aus dieser riesengroßen Farbpalette hier und betrifft natürlich alles zusammen, was überhalb der Räder ist. Und die Felgen ist klar, das ist die Felge. Dann gibt es dasselbe für die kaufbaren Produkte. Das ist im Prinzip genau dasselbe. Hier kann die Konfiguration geändert werden von Saat zu Flüssigdünger, Pflanzenschutzmittel, Kalk, Düngemittel, Hühnerfutter, Pferdefutter, Mineralfutter, Streusalz und so weiter und so fort. Des Weiteren gibt es noch den Ballenanhänger. Und zwar nimmt dieser Ballen an, und zwar Rundballen von der Größe 125 cm bis 1,80 und dann die Quaderballen von 1,80 bis 2,40 m. Hier kann hinzugebaut werden, Autoload ja oder nein. Und die Stoßstange kann auch geändert werden, je nach Farbdesign. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar heißt dieser Hochdruckreiniger HUD, kommt von LAN 898, Downloadgröße 16 kb, in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Das Hochdruckreiniger HUD zeigt den Verschmutzungsgrad an, wie ihr hier unten im Bildschirm sehen könnt. Die nächste neue Mod heißt Alter Kuhstall, kommt von Rajak, Downloadgröße 9,54 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude, Tiere und natürlich die Kühe. Das ist dieser hier. Hier heißt der Kuhstall groß. Im Modhub heißt er Alter Kuhstall. Ein bisschen verwirrend. Aber es ist klar, das ist dieses Gebäude hier. 164.000 Euro zum Platzieren. Unterhalts pro Tag 150 Euro. Das ist dieser Kuhstall hier. Hier wird das Futter eingefüllt. Das heißt, hier müssten wir nur testen, ob hier Stroh angenommen wird, und zwar in Ballen, und das wird. Und zwar ist hier der Einfüllpunkt. Dann das Futter kann hier, sollte hier eingefüllt werden können und auch Ballen. Und das scheint hier nicht zu gehen. Also Heuballen würden hier nicht angenommen. Gucken wir, ob das drin dann trotzdem geht. Ja. Innen drin werden die Stroh- oder Heuballen angenommen. Ja, also hier ist der Einfüllpunkt für Ballen. Ich weiß nicht, ob das der Einfüllpunkt ist für Mineralfutter. Ich weiß es nicht. Also hier kann auf jeden Fall hier eingefüllt werden. Dann haben wir diesen Stall. Da passen 200 Kühe rein. Wir werden gleich mal den Träger sehen. Hier muss auch Wasser hinzugebracht werden. Ist ein großes Gebäude. Hier sieht es gut aus, die Textur. Die Mauer scheint real oder wirklich glaubwürdig zu sein. Hier haben wir die 200 Kühe, die da reinpassen.
was uns zum brasilianischen Kuhstall führt. Und zwar kommt dieser vom ModHub Brasil, Downloadgröße 1,13 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich auch zu finden im Baumenü unter Tiere und natürlich Kühe. Ist diese Kuhweide hier. Hier heißt sie Kuhweide. Die Mod heißt aber Kuhstall, und zwar der brasilianische. Kostenpunkt zum Platzieren 155.000 Euro. Unterhalt pro Tag wird hier nicht angegeben. Es wird angegeben, Kapazität 150 Tiere, Einspeisekapazität 18.250 Liter, Wasserkapazität 12.000 Liter und Kapazität für Milchreserve von 20.500 Litern. Hier muss auch wieder Wasser hingebracht werden, wie wir hier sehen können. Und hier muss also innen drin aufgefüllt werden. Hier muss man also tatsächlich reinfahren. Hier ist der Trigger. 150 Stück Vieh geht hier rein. Und das war es dann auch schon dazu. Wir kommen zu der Scheune. Diese kommt von Graschus Philipp. Downloadgröße 10,36 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Im Baumenü natürlich unter Gebäude und Hallen. Und zwar ist das diese Scheune hier. Kostenpunkt zum Platzieren 35.000 Euro. Unterhalt pro Tag 20 Euro. Hier sei darauf geachtet, dass also das Öffnen der Tore einiges an Zeit beansprucht. Der Befehl ist gegeben. Erst jetzt öffnet es sich. Hier ist dann eben, was hier drinnen zu finden ist. Des Weiteren gibt es hier noch weitere Zugänge. Die sind natürlich nicht anders von der Machart her. Das ist dieses hier. Hier haben wir noch einen Lichtschalter. Dann können wir hier oben das Dachgeschoss verwenden, für was auch immer. Ja, das wäre es mal hierzu. Die nächste Neumod heißt Tierproduktlager, kommt von The Lord, Downloadgröße 0,1 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden unter Produktionen und Fabriken. Ist dieses Gebäude hier, Kostenpunkt zum Platzieren 2.500 Euro, Unterhalt pro Tag 1 Euro die Stunde. Im Tierproduktlager kannst du Eier, Honig und Wollpaletten lagern. Du kannst von jedem Produkt jeweils 1 Million Liter lagern. Wichtig, der Ausgangsmodus muss auf Lagern gestellt werden, um Paletten zu lagern. Wir kommen zu der All-in-One-Produktion, kommt ebenfalls von The Lord, Downloadgröße 1,8 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich auch zu finden im Baumenü unter Produktion und Fabriken. Ist diese Fabrik hier, kostet günstige 25.000 Euro. Unterhalt pro Tag ist zwischen 1 und 10 Euro pro Stunde. Ihr könnt es erahnen, hier kann alles und jede Produktion oder jedes Produkt hergestellt werden, was standardmäßig mit in dem Spiel eingebaut ist. Also ja, wenn man wenig Platz hat, ist das wahrscheinlich die beste Option. Und dann kommen wir zu der letzten neuen Mod, und da bin ich sehr verwirrt, weil ich bin mir 1000% sicher, dass ich die gestern schon vorgestellt habe als neue Mod. Und zwar hier ist sie nochmal, sie kommt als neue Mod rein. Und zwar ist dies die Windmühle, kommt ebenfalls von The Lord, Downloadgröße 2,88 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist im Baumenü zu finden unter Produktion und Fabriken. Ganz hinten finden wir diese Mühle hier, Kostenpunkt zum Platzieren 50.000 Euro. Unterhalt pro Tag ist 24 Euro pro Monat. Hier haben wir die Möglichkeit, natürlich Mehl herzustellen, und zwar aus Weizen, Gerste, Hafer und Sorghum. Zusätzlich natürlich auch noch aus Mais, Sonnenblumen, Raps und Sojabohnen. Ich habe gedacht, dass die eventuell zurückgekommen ist, weil jetzt die Windräder animiert worden sind, aber dem ist nicht so. Also ich kann keinen Unterschied erkennen zu der Mod, vor die gestern herausgekommen ist. Das war es denn auch schon wieder. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein und fürs Einschalten und natürlich fürs Dabeisein bis zum Ende. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Hol dir das kostenfreie Abo ab. Willst du keine weiteren Inhalte auf diesem Kanal verpassen? Wie jedes Mal kurz vor den 1500, die wir kurz bevorstehen, wiederhole ich jetzt, dass zu diesem Zeitpunkt nach dem Dreh des Videos noch 30 neue Abonnenten gebraucht werden, damit wir den Antrag stellen können, um Giants Partner werden zu können. Ich möchte sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich nochmal fürs Dabeisein.
Ich sage, wir sehen uns morgen wieder zu den Mods. Mit den Mods von morgen am Donnerstag. Bis denne. Danke, tschüss und hasta luego.